Ich habe vor der Aufnahme noch eingeheizt, schön den Holzofen befeuert. Aber jetzt darf die Wärme mal hier rüber kriechen, weil meine ganze Körperwärme nicht mehr so vorhanden ist. Oder warte mal, ich könnte mir auch das T-Shirt in die Hose stecken. Es dauert ein bisschen. So, ein bisschen rüber randalieren. So, Pulli runterziehen. Perfekt. Ha. Schon ist es wärmer an den Nierchen. Dann geht mir die Kälte nicht mehr an die Nierchen. Die kleinen. So. Wolle haben wir in der Hand. Dann können wir ja hier wohlig weiterbauen. Ah, das Loch ist riesig hier. Ist aber auch schon ziemlich kleiner geworden. Muss ich mal gucken, wie ich das auffülle. Ob ich es überhaupt auffülle. So. Ich könnte was essen. So, da sind wir voll. So, dann geht's da endlich auch mal wieder weiter. Zeit wird's. So, diese Treppe hier hoch. Diese Wendeltreppe. So. Ha. Hoppala. So, das war meine Überlegungsmusik, was ich mir so überlegen könnte für Themen. Hier brauche ich noch ein Stüfchen, sehe ich gerade. Das ist doof. Ich wollte hier einen Wollboden. So. Einen 1, 2, 3, 4, 5er Streifen. So, dann kommt ein 2er Streifen gelb. Behaupte ich jetzt mal. So. Und dann kommt rot ins Spiel. Ich will hier ein schönes Muster zusammenbekommen. Man will es mir ja nicht verübeln. So, dann kommt wieder gelb. So, weiß in 1, 2, 3, 4, 5. So. Mal gucken, wie weit das die Wolle reicht. Ob wir nochmal nachproduzieren müssen. Aber bis jetzt sieht es gut aus. Vor allem, ob mir meine Farbaufteilung so hinhaut. Das ist die Frage. Nicht, dass mir hier irgendeine Farbe als erstes ausgeht. Ich bin stark der Vermutung nahe, dass es gelb sein wird. Mit der übertreibe ich es fast ein bisschen. Weil so viel Gelb habe ich ja dann auch nicht. Und Rot wird mir definitiv übrig bleiben, weil da brauche ich am wenigsten. Aber ist ein schönes Muster. Man kann es sich angucken. Würde ich sagen. Gut, die Wolle ist ja auch wirklich schön. Hat auch eine schöne Wandlung durchgemacht. Die Wolle von Hannibal. 1, 2, 3, 4, 5. So wie er sich gehört. Nein. So. Ja, dann müssen wir hier schon richtig bauen. Den schönen Teppichboden hier. Oh Mann, das dann alles mit Leben füllen. Das wird noch lustiger. Wird total lustig. Lustig. So Peter lustig.
So. Gelb. Gelb. Oh. Es reicht doch. Ich bin auch gespannt, wie mir hier das Muster ausgehen wird. Es wird mir wohl total ekelhaft ausgehen. Ich hätte, glaube ich, bei weitem nicht so viel Wolle gebraucht. Bei weitem nicht. Gut, Wolle können wir immer mal brauchen. Je früher oder später verpflastert man die schon. 1, 2, 3, 4, 5. So. Weiß bleibt auch übrig, aber das war mir irgendwo vorher schon klar. Würde ich sagen. So. War doch nicht so dramatisch, wie ich dachte. So. Dann kommt gelb. Wieder ein Zweierstreit. Oh, geht ja voll behindert aus. Aber total behindert. Das kann man ja nicht brauchen hier. Muss ich mir fast was Neues einfallen lassen. Weil so kann ich das nicht machen. Jetzt mache ich mir eine Schere auf. Vielleicht geht es ja mit der schneller. So. Weiß ich gar nicht, ob es mit der schneller geht zum Abbauen. So. Aber lieber mal ausprobieren, bevor dass wir hier dumm sterben. So. Bin ja eh gleich wieder oben. So. Das ging aber schnell. Ja. Hä, vor allem die Schere nimmt keinen Schaden. Ist ja geil. Man hat eine Unendlichkeitsschere so. Wenn man hier wieder einen Teppichboden rausreißen will. Es ist cool. Mit dem kann man sich einig werden. So. Reiß mal alles nochmal raus. Ich schinde ein bisschen Zeit. Muss mir Muster überlegen, wo, was hier richtig ausgeht. Muss ich gucken. Vielleicht finde ich ja eins. Na ja. Hilft ja nicht. Aber wenn, dann soll es schon vorne und hinten gleich aussehen. Sieht man zwar hinterher nicht mehr, aber ich weiß es einfach. Das wäre einfach blöd ausgegangen. Und einfach nur Kringel will ich jetzt auch wieder nicht machen. Ich bin am Überlegen. Wie es aussehen könnte. Wird eine Haufen Ausprobierarbeit werden. Aber naja, lieber probiere ein bisschen was aus. Dann haben wir was Schönes. Bevor wir was Beschissenes haben. Und das wäre definitiv beschissen gewesen. Mit dem hätte ich mich nie anfreunden können mit dem Ende. Deswegen machen wir hier so wieder alles weg. Hilft nicht. Wenn wir was machen, dann gescheit bitte. Vor allem heute habe ich den Ehrgeiz, dass ich sowas auch richte. Nicht so wie mit der U-Bahn, wo ich dann am Schluss merke, scheiße, ich habe die Treppen verkehrt angebracht. Habe ich einen Versatz drin. Zieh den dann bis zum Ende durch. Aber das wäre schon ein heftiger Fehler gewesen. Vor allem die ganzen Treppen wieder abbauen. Das ist ja eine Lebensaufgabe dann. Ach,
Leckt mich. Bevor dass ich jetzt andauernd hin und her laufe, mache ich jetzt so weiter. Man sehe es mir nach. Aber ich habe jetzt keinen Bock, hier wieder zurückzulaufen und wieder her. Und da ziehe ich das alles noch mehr in die Länge, als ich es eh schon tue. Dann bauen wir lieber mitten in der Nacht rum. Danach können wir ja wieder umstellen. Es ist ja... Das verhindert meinen Flow irgendwo. Und solange ich es in der Höhle anhabe, ist ja eh besser, würde ich sagen. In der Höhle muss ja, weil sonst ist es langweilig. Da brauchst du gleich nicht Minecraft spielen, wenn du in der Höhle keine Gegner hast. Aber hier jetzt beim Bauen und man will ja doch jetzt was voranbringen im Let's Play. Nicht nur immer hier hin und her laufen, her und hin. Ich bin heute schon viel genug hin und her gelaufen, weil richtig viel habe ich in dieser Aufnahme noch nicht gemacht. Außer Wolle gesammelt, die restlichen Baumkronen zerlegt, bisschen das Ding verschönert, den Hühnerstall, den wir leider nicht Motorrad fahren können. So, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vielleicht geht das Muster schön auf. Bin ich mir aber nicht sicher. Sieht ja auch behindert aus. Vielleicht das könnte ich mich ja auch langsam in die Mitte arbeiten. Also ich erst 1, 2, 3. Dann laufen wir hier hinter. Machen wir hier 3. So. Dann kommen hier 2. Und hier einer. So. Sieht jetzt nicht viel anders da aus wie gerade eben. Aber der Kniff kommt gleich. So, dann kommen noch 2 gelbe wieder. Nee, das ist auch doof. Dann bleibt mir so viel rot übrig. Deswegen machen wir 2 rot. Nochmal 2 gelb. 2 rot, 2 gelb. Dann kommen 1, 2, 3, 4, 5, 6 weiß. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt. Kommt hier zweimal wieder gelb. Zweimal gelb. Einmal rot. Einmal rot. Ja gut, dreimal gelb.